So Freunde, jetzt gibt es ein kleines Q&A und jetzt bekomme ich ein paar nette Fragen gestellt, wo ich hoffe, dass ich auch die Antworten dazu habe. So, ich bin bereit. Ich auch. Jupp. Let's go. Ich hatte irgendwo bei dir gelesen, dass im Überschuss jemand viel Fett und nur gering Muskulatur aufgebaut hat und du sagst es, das ist so im Alter. Ist das wirklich so, dass man gerade im Alter noch penibler darauf achten sollte, nicht im Überschuss zu sein? Wie würdest du einem 50-Jährigen raten, Fett abzubauen und Muskulatur aufzubauen? Gut, also klar, wenn du schon über 50 bist, ist bei den meisten die Stoffwechsellage etwas reduziert. Das heißt, dass viele im Alter für eine Kalorie, die sie losbekommen möchten, wesentlich mehr tun müssen. Das hängt oft auch mit der Hormonsekretion zusammen, das kann mit dem Wachstumshormon zusammenhängen, auch mit der Schilddrüse zusammenhängen. So, also, wenn ich etwas älter bin und mit zu viel Kalorienüberschuss arbeite, neigt derjenige, der über 50 ist, schneller an Fett zuzunehmen. Somit als über 50-Jähriger sollte man darauf achten, dass man erstmal so clean wie möglich sich ernährt, so wenig wie möglich industrielle Lebensmittel zuführt und dass eben der Kalorienüberschuss nicht bei 500, 600, 700 bis zu 1000 Kalorien liegt, dass auch gewisse Dinge vermieden werden, wie zu viel Alkohol, wie zum Beispiel Cola und solche Sachen. Warum? Weil der Körper in diesem Alter diese Dinge bei weitem nicht mehr so verzeiht wie eben mit 20, 25. Hat auch noch einen anderen Hintergrund und zwar oftmals kommen die Aussagen, dass man Kalorienüberschuss praktizieren kann von Jungs, die 20, 25 Jahre alt sind. Ein 50-Jähriger schnappt das auf und denkt, das kann ich auch machen. So als 20, 25-Jähriger habe ich eine andere Stoffwechselumsetzrate und meistens auch ein anderes Leben, ein anderes soziales Umfeld. Das heißt, ich schlage mir die Nächte um die Ohren, damit aber auch mehr Kalorien verbraucht. Deswegen gibt es da einen gewaltigen Unterschied. Nächste Frage. Du berichtest über deine Ausbildung, über deine aktuelle psychologische Ausbildung in deinem Podcast. Gibt es dazu bald noch ein paar mehr Details? Bietest du auch Coaching in diesem psychologischen Bereich inklusive Ernährungscoaching an? Yes, das fließt jetzt schon bei mir ein. Deswegen habe ich es ja auch zusätzlich gemacht. Warum? Weil natürlich diese Hintergrundberatung, das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich einen Kunde habe, der ein Blatt Papier vor sich gelegt kriegt und da steht drauf, was er essen, was er trinken sollte. Da steht drauf, was er trainieren sollte und er kann es nicht umsetzen aus irgendwelchen Gründen, weil er Effizienzblockaden hat. Deswegen fließt jetzt schon ein Anteil dessen, was ich gelernt habe, in meine Beratung ein. Aber es kommt in Kürze Podcast dazu, Videofilme dazu und ich mache jetzt auch schon Beratungen genau zu diesem Thema. Nächste Frage zum Thema Ernährung und Training. Ernährung, sind 4 bis 5 Liter Wasser schädlich für die Nieren täglich? Okay, das kommt jetzt drauf an, ob ich dieses Wasser freiwillig trinke, weil mein Körper dieses Wasser braucht, weil ich viel geschwitzt habe, weil es draußen so heiß ist. Dann ist es unproblematisch. Bin ich aber jemand, der mich zum Trinken zwingt, aus irgendwelchen Gründen, weil ich gehört habe, durch viel Wasser trinken nehme ich ab oder spüle mich durch und zwinge mich dann eben einfach 2 Liter mehr zu trinken, dann könnte es problematisch sein. Meine Frage bezieht sich eher auf was Allgemeineres. Welchen Vorteil hätte ich, wenn ich mich von dir coachen und begleiten lassen würde im Vergleich zu anderen Fitnessprogrammen oder allgemein zu den Dingen, die Trainer im Fitnessstudio sagen? Ach, das ist eine geile Frage. Da habe ich richtig viel Antworten dazu. Und zwar Punkt Nummer 1. Wichtig, ich bin seit 30 Jahren in der Fitnessbranche tätig. Punkt 2. Ich habe alle Fitnesstrainerscheine, Ernährungsberatung, also das völlige Spektrum, was es da gibt, Stoffwechseltrainer, alles was es gibt. 3. Ich mache regelmäßig Weiterbildungen. 4. Über 10.000 beratende Kunden, davon allein 3.000 rein online, die noch nie bei mir waren. Nummer 5. Das ist der krasse Unterschied zu den meisten. Ich kreiere den Trainingsplan individuell. Es ist keine Software hinten dran, die das macht und es ist nicht ein Mitarbeiter von mir, sondern ich schaue mir die Bilder an, ich schaue mir den Anamnesebogen an und ich erstelle den Trainingsplan. So, und dazu, ja, jetzt fällt mir noch was ein. Ich bin mehrfacher deutscher Meister, Mr. Universum, Weltmeister, Vize-Weltmeister, volles Programm. Auch da natürlich eben einfach sehr, sehr viele Referenzen. Oh, ich habe noch was vergessen. Und zwar, es fließt bei mir immer, was ich vorher schon angesprochen habe, es fließt bei immer auch diese Aspekte dazu, Mindset, den Mindset zu ändern. Das fließt in meine Beratung mit ein, das ist besonders wertvoll.
Skier mit Früchten als Alternative zu Joghurt und oder Quark. Ganz einfache Antwort. Skier ist einfach besonders teures Joghurt. Kann man machen. Macht ein Döner gleich schöner? Ach du lieber Himmel. Also, ein Döner macht nicht unbedingt schöner, aber ein Döner ist ein relativ gutes Fastfood, wenn der Döner aus original gelegtem Fleisch besteht und nicht aus diesem Glumpen. Wann machst du endlich mal ein eigenes Kochbuch? Wird langsam Zeit. Oh, diese Frage wurde schon so oft gestellt und ich kann euch jetzt schon sagen, da ist was im Busch und ich sage jetzt nichts mehr. Das okay, war's. Super. Also ihr wisst Bescheid, ich auch. Gut. Yes. Sind wir durch. Okay.